Hallo zusammen, liebe Menschen, an diesem wunderschönen Tag in Darmstadt. Es ist Herbst, es ist kalt, aber Julia wird uns mit ihrem Tag, den Tag etwas erwärmen. Sie wird über Daten reden, die öffentlich zugänglich sind, die vom Bundestag kommen. Wie man sich vielleicht vorstellen kann, ist das schwierig. Sie arbeitet schon seit einigen Jahren in diesem Feld. Und mit diesem Einstieg würde ich direkt an Julia übergeben. Sicht ruft quasi nach einer kleinen Schatzsuche, wie ich sie einmal durchgemacht habe, mit offenen parlamentarischen Daten. Vielleicht einmal ganz kurz vorweg zur Präsentation. Ich habe hier so ein bisschen den Anspruch, zu erklären, wie Daten funktionieren, aber eben auch zu erklären, wie man damit umgeht. Weil mich das so ein bisschen genervt hat in der Vergangenheit, dass Nerds sich vorne hinstellen und sagen, ja, dann habe ich das halt geparst und dann ist das hier durchgelaufen, dann war das irgendwann schön. Wo ich dachte so, wow, also das ist gar nicht mal so mega easy. Und am Anfang habe ich mich oft ziemlich doof gefühlt und deswegen dachte ich, nee, ich will das wirklich Schritt für Schritt durchgehen, dass es vielleicht trotzdem interessant ist. Das habe ich so gemacht, dass man den Code direkt sehen kann und man live ausführen kann und so. Und dann dachte ich, ah, das sind so viele andere Sachen, die ich nicht verstehe. Deswegen stehe ich jetzt hier so ein bisschen mit einem gebrochenen Herzen und zwei Teilen, nämlich einmal der schöne Teil, das ist diese Präsentation. Es gibt auch noch einen funktionalen Teil, der ist gerade jetzt ein bisschen chaotisch geworden, aber der Code und die Sachen, die ich hier erkläre, die existieren und die werde ich auch hinterher vermutlich auf GitHub stellen. Das heißt, das Funktionale steht jetzt hier nicht im Vordergrund. Dazu gehört auch, dass ich alle Sachen, die man sieht, ihr werdet das sehen, so Code-Sachen, händisch rüberkopiert habe und nicht immer alle Einrückungen funktioniert haben. Das heißt, was hier steht, muss nicht zwangsläufig stimmen, sollte es aber. So, einmal mit diesem kleinen Disclaimer, das ist handgemacht, es gibt auch laufenden Code dazu, der kommt hoffentlich dann später noch. Starte ich einmal ganz kurz mit, hi, ich bin Julia, ich arbeite seit einigen Jahren mit offenen Daten, das habe ich schon gesagt, aber seit einem Jahr tatsächlich auch beruflich als Datenjournalistin. Das heißt, ich schaue, wie kann man mit Daten eben gesellschaftliche Fragen beantworten. Dabei mache ich das investigativ, das heißt sehr viel mit Daten, die eben nicht öffentlich sind. In vielen Bereichen brauche ich aber natürlich immer den Abgleich. So, dann brauche ich einen offenen Datensatz und will daran irgendwas sehen von anderen Daten, die vielleicht nicht so öffentlich sind. Damit bin ich so unterwegs auf einer ziemlichen Insel in Deutschland, bin damit auch total happy und habe mich auch deswegen entschlossen, einen Talk hier zu halten, weil ihr mich fast alle vermutlich bezahlt. Und zwar arbeite ich gerade als freie Datenjournalistin, aber für den Bayerischen Rundfunk. Ich hatte nie gedacht, dass ich mal total happy damit bin, für Bayern zu arbeiten. Es ist aber wirklich eines der krassesten Teams, die man sich so vorstellen kann, mit tollen KollegInnen. Wir beschäftigen uns mit den Themen Algorithmic Accountability Reporting, Klimadaten oder eben halt auch mal was anderes. Und ich laufe da so dazwischen rum und seit einem Jahr versuche, meinen Weg zu finden und habe dabei einen Datensatz auf den Tisch bekommen, wo ich eine recht einfache Frage hatte, wie ich dachte. Nämlich, woher bekomme ich eine maschinenlesbare Liste aller Mitglieder des Deutschen Bundestags? Kurz MDBs, falls ich von MDBs spreche, wisst ihr jetzt Bescheid. Ich meine die Bundestagsabgeordneten. Ich dachte, ich habe so komplizierte Datensätze gerade hier überall liegen. Das wird ja wohl eine relativ leichte Sache. Stellt sie sich raus? Nee. Überhaupt gar nicht. Und ich habe da ziemlich lang für gebraucht und dachte deswegen, ich erzähle euch einmal von meiner kleinen Schatzsuche, die natürlich dort beginnt, wo man vielleicht als erstes schauen würde, wenn es um Bundestagsdaten geht. Und zwar auf der Seite vom Bundestag. www.bundestag.de, da gibt es eine schöne Unterseite, /Abgeordnete. Man sieht Fotos von allen Abgeordneten. Man sieht hier schon, das deutet sich an durch diese Pfeile, da kann man durchblättern. Durchblättersachen finde ich immer so ein bisschen schwierig, das ist zwar nett, wenn ich aber an eine maschinenlesbare Liste denke, hilft mir das erstmal nicht so viel weiter. Trotzdem netter erster Einblick. Dann sehe ich, aha, da gibt es so einen Knopf. Da kann man draufschauen und kann eine Liste sich anschauen. Die sieht dann ungefähr so aus. Also alle MDBs mit ihren jeweiligen, ich muss immer kurz drauf schauen, Gruppe BSW steht da, Gruppe Die Linke, das heißt, das sind die Fraktionen, das sind nicht die Parteien, sondern eben in welcher Fraktion
die einzelnen Politikerinnen und Politiker im Bundestag sind. Und wenn ich da so drauf schaue, dann denke ich mir so, ja, kann man sich vielleicht da mal so kurz ins HTML gucken und dann sehe ich ein Sternchen. Sternchen sind super für Menschen, die sich vielleicht anschauen können, da ist wohl irgendwas mit diesen Menschen, ist aber ein bisschen schwierig maschinenlesbar, ich bin trotzdem neugierig, ich scroll mal ein bisschen runter, ich schaue mir an, oh, also mit Sternchen ist gekennzeichnet, wer aus dieser langen, langen Liste ausgeschieden ist, also nicht mehr im Bundestag ist, man wird ja gewählt und kann dann eben auch sagen, ich gebe mein Mandat ab, dann rückt in der Regel jemand nach. Zwei Sternchen bedeutet verstorben, also kann man eigentlich auch nicht mehr im Bundestag tatsächlich sitzen. Und drei Sternchen bedeutet dann Mandat abgelehnt. Das heißt also, ich müsste irgendwie nochmal umgehen mit drei Sternchen und da denke ich mir schon so, nee, stopp, hier werde ich mich nicht weiter auf den Weg machen. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück, versuche mich nochmal neu zu orientieren und schaue, okay, wo kriege ich so eine blöde Liste her? Ich habe dann noch weiter runter gescrollt. Auf der Seite, da sieht man nämlich unten so eine schöne Übersicht von der Sitzverteilung. Und da sieht man jetzt auch hier wieder nicht die Parteien, sondern die Fraktionen. Deswegen ist zum Beispiel CDU, CSU zusammen in dem großen schwarzen Block. Und die sind da schön dargestellt. Man kann so drüber hovern. Dann werden so einzelne Namen angezeigt mit Fotos. Also genau das gleiche wie oben. Und hinter jedem dieser Fotos ist generell eigentlich immer ein Link zu einer eigenständigen Biografie. Und ich denke mir, na gut, wo ich was hovern kann. Und was angezeigt wird, da muss auch was dahinter liegen. Was mache ich also? Ich bin im Browser unterwegs, das heißt, ich öffne einmal meine Developer-Tools. Wer von euch hat das schon mal gesehen, nur um so ganz grob einmal zu wissen? Okay, die allermeisten natürlich hier in diesem Raum, sehr gut. Da kann ich einfach schauen, was passiert eigentlich gerade mit dem Internet. Welche Daten kommen gerade aus dem Netzwerk, welche Daten werden vom Server abgerufen? Wenn ich die Seite neu lade, dann werden da so Sachen angezeigt und eine davon ist eben data.json. Und ich denke mir so, wenn ich das extra öffne, ha, cool, da ist eine maschinenlesbare Liste, offensichtlich von allen Abgeordneten des Deutschen Bundestags. Freue mich erstmal, denke ich, gut, Problem gelöst, kann ich irgendwie relativ schön damit weiterarbeiten, ist ein JSON, so. Dann zoome ich mal ran an den ersten Beitrag und schaue es mir genauer an. Und das ist der Eintrag, den man da sieht. Man hat vorne so eine Zahl, wahrscheinlich eine ID. Finde ich schon mal super, weil IDs sind meistens ganz hilfreich, gerade wenn ich daran denke, so, wo will ich denn vielleicht noch was abfragen, wie kann ich das zusammenfügen? Dann habe ich den Link zu dem Foto, das soll ja angezeigt werden, deswegen muss das auch irgendwo hinterlegt sein. Ich habe einen Namen, also hier offensichtlich im Format Vorname, Nachname. Ich habe Direct, Doppelpunkt 1, das zeigt schon ganz gut so meine Arbeit. Ich habe so eine Information, aber ich weiß noch nicht genau, was sie bedeutet. Ich muss erst mal überlegen. Ich würde es davon ausgehen, das ist sowas wie direkt gewählt. Wenn man im Bundestag ist, kann man ja entweder durch eine direkte Wahl im eigenen Wahlkreis ins Parlament kommen oder eben indem man auf einer Landesliste steht. Und meine Vermutung, wenn ich da drauf schaue, wäre direkt 1 heißt ja direkt gewählt, direkt 0 heißt nicht direkt gewählt, aber über die Landesliste reingekommen, was dann die logische Folgerung daraus ist. Also vermutlich ein boolscher Wert, müsste ich jetzt aber nochmal genauer angucken. So, dann sehe ich ein Geschlecht, praktisch. Ich sehe eine ID, super, ID ist immer toll. Dann sehe ich einen Link, das ist der zum Abgeordnetenprofil. Wenn man da vorne www.bundestag.de dran schreibt, dann das dann anfügt, dann kommt man zu dem Profil. Ich sehe eine Age Group, also eine Altersgruppe, 35 bis 39 Jahre. Da gehen bei mir schon mal direkt die Fragezeichen an, wo ich mir denke, so, aha, wer aktualisiert das? Ein Geburtsdatum bleibt gleich. Das muss jemand pflegen. Läuft das automatisch? Läuft es maschinell? Geht es grundsätzlich um Mitternacht? Na gut, Feinheiten, Details, aber ich berichte halt. Und das muss halt hundertprozentig korrekt sein. Also mit Bedacht hier rangehen. Nächste Sache, last name first. Aha, nett, da ist der gleiche Name wie oben nochmal umgedreht. Also Nachname, Vorname. Federal State, Bundesland, Party, AfD. Auch hier wieder das erste Fragezeichen. Party, ist es wirklich die Partei gemeint oder ist die Fraktion gemeint?
Auch das müsste man sich noch mal näher anschauen. Das heißt, so auf den ersten Blick kann man vielleicht was davon anfangen, wenn es mir nur um die Namen geht. Für alle anderen Sachen müsste ich es mir noch mal im Detail angucken. Oder natürlich am Ende des Tages, in dem Fall, wenn ich das in meiner Arbeitszeit mache, dann bin ich Journalistin, dann rufe ich da an, dann sage ich, hi, ich habe da folgende Frage. Ich möchte mit diesen Daten arbeiten. Wie geht das denn? In dem Fall ist es ja erstmal relativ easy. Ich muss ja gar nicht so viel machen. Ich arbeite meistens mit Python und damit der Data Science Bibliothek, keine Ahnung, wie man es nennen soll, mit Pandas. Da kann man halt so mit Datensätzen umgehen. Das Ganze wird in der Regel gespeichert in Data Frames, abgekürzt DF. Deswegen steht da vorne dran ein DF und dann lade ich da irgendwas rein. Pandas wird hier abgekürzt als PD. Ist ein bisschen schneller, ein bisschen einfacher. Konvention machen alle so, mache ich auch so. Und dann lese ich das JSON-File ein. Praktisch, ich muss nicht mehr abspeichern, ich kann wirklich direkt die URL da reinhauen und herauskommt, tada, eine wunderschöne Tabelle. Erstmal noch nicht ganz so schön, da sind wieder Fragezeichen, die bei mir aufkommen. Ja, was mache ich denn nun? Ich habe hier oben so technische Informationen oder so, da stehen auf jeden Fall alle Links zu allen Fraktionen. Da merke ich schon mal, ah ja, mit Party wird wahrscheinlich Fraktion gemeint sein, wenn die Fraktionen angegeben sind. Dann habe ich die Altersgruppen als Liste, ich habe Logos, bla, ich habe irgendwie so Config-Sachen, okay, alles klar. Brauche ich ja nicht. Ich will ja nur die Liste mit den Namen. Außerdem habe ich total viele dadurch, durch diesen technischen Teil, irgendwie so leere Werte, was dann hier angezeigt wird als NAN. Ich habe so eine Spalte, eigentlich arbeite ich mit Zeilen, also eine Beobachtung, ein Eintrag, ein Record ist eine Zeile und die Informationen dann die Spalten. Das heißt, ich muss nochmal ran. Einmal einen Schritt zurück, kurz einen Blick in die Doku. Wie funktioniert das mit diesem ReadJSON? Da habe ich ein Parameter, den ich angeben kann. Und zwar hier, Orient ist gleich None. Das ist der Default. Ich brauche da wahrscheinlich was anderes. Irgendeine andere Orientierung. Irgendwas muss da anders gedreht werden. Und dann kann ich eben weiterschauen, gut, ich lese das mal ein. Aha, was gibt's hier so? Und wenn ich mir nochmal einen Blick werfe in das Original JSON, dann sehe ich, ah ja, da sind so ganz viele geschweifte Klammern. Das heißt, da sind so ganz viele Strukturen, die mit Keys und Values arbeiten. Also ich habe immer einen Schlüssel und dann habe ich den entsprechenden Wert dazu. Und das Ganze geht offensichtlich einmal so durch. Dann schaue ich hier nochmal, ah, das sieht ungefähr so aus wie dieses Index. Macht ja auch Sinn. Ich habe ja wirklich am Anfang irgend so eine ID, so einen Indexwert. Und dann habe ich eben jeweils meine Informationen und dann eben die entsprechenden Werte dazu. Also Versuch 2, ändert sich nur minimal. Ich schreibe einmal Orientierung, Orient ist gleich Index. Und dann, tada, kriege ich auch schon eine Tabelle, die deutlich besser aussieht. Nur die erste Zeile ist weiter so technisch. Ich habe vorne so ein paar NRNs, das ist relativ simpel gefixt. Ich hätte am Ende einfach gerne nur diese Datenspalten, die ab da anfangen. Also der Image-Link, der Name und dazu muss ich das oben erstmal wegwerfen. Wie mache ich das? Relativ simpel. Ich nehme den Data Frame, ich droppe, ich schreibe den Index rein, minus 1, zack, weg. So, dankeschön. Jetzt habe ich noch viel Spalten zu viel, alles klar, auch das putze ich einmal. Die will ich weghauen. Das heißt, ich prüfe erstmal. Ich sehe natürlich jetzt hier nur immer eine Auswahl von den Zeilen. Sollte ich vielleicht einmal wirklich checken, ob die wirklich alle leer sind in dieser entsprechenden Spalte. Das kann ich so machen, indem ich hier ein bisschen filter. Das sieht ein bisschen beängstigend aus, vielleicht auf den ersten Blick, dieses Ungetüm, das hier drin. Das hier ist mein Data Frame. Hier gebe ich die Spalte an, in dem Fall Fraktionslinks, also die erste. Ich prüfe einmal Punkt is NA und setze es dann auf False, weil das will ich ja am Ende rausfiltern. Dann baue ich hier einmal eine eckige Klammer drumherum und sage von dem Data Frame, auf diesen Data Frame filterst du quasi. So. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, habe ich den Eindruck. Manche sagen immer so, Pandas verstehe ich nicht, es funktioniert anders als anderes Python. Ich finde es nach einer Weile relativ eingängig. Das heißt, ich weiß, es ist alles leer, ich kann die Spalten guten Gewissens löschen und dann droppe ich die in diesem Fall einfach mal mit in place. Es funktioniert. Das heißt, ich kann die einfach alle, die ersten vier Spalten wegwerfen und muss da nicht mal das mit Data Frame ist gleich als einen neuen Data Frame schreiben, sondern kann es direkt
an Ort und Stelle machen. So, das sieht doch jetzt schon mal ganz schön aus. Wenn ich diese ganzen Links wegwerfe, weil ich will ja jetzt erstmal Informationen haben, eigentlich nur die Namen, aber ich nehme auch alles mit, was sonst so interessant sein könnte. Dann kann ich das mit so doppelten eckigen Klammern auswählen, welche Spalten ich angezeigt bekommen möchte, welche ich auswählen möchte. Und dann kommt diese Liste raus. Denke ich, ja, kann man schon was mitmachen. Es sind noch so ein paar Sachen, irgendwie dieses Direct, wo ich gesagt habe, das ist wahrscheinlich ein boolscher Wert, das ist hier mit einem Komma angegeben. Auch die ID ist wahrscheinlich eher ein String, also eine Zeichenkette, als irgendwie jetzt so ein, mit so einem Komma. Aber damit kann man, denke ich, arbeiten. Außerdem, yay, ein wichtiger Punkt. Unten steht ganz klein 733 Zeilen. Und wenn ich das einmal vergleiche mit dem auf der Webseite, 733 Sätze sollen es sein, das ist doch schon mal schön. Dann denke ich mir, super. Ich will vor allem Namen, das heißt, ich habe die Möglichkeit, in zwei Spalten zu schauen, einmal Name, einmal Last Name First, ist einmal getrennt durch Komma, könnte praktisch sein. Ja, und dann gucke ich nochmal näher hin und denke mir so, ah, da gibt es Doktor und Professor Doktor und Nachnamen mit Bindestrich und mehrere Vornamen und Menschen, die heißen Freiherr von und es gibt Menschen, die heißen irgendwas mit von und dann wird mir klar so, oh, das könnte hier echt gefährlich werden. Also natürlich kann ich Vorname und Nachname trennen, aber was mache ich denn, wenn es Doktor an Alexander dran klebt? Was mache ich, wenn es Professor Doktor an Stefan dran klebt? Natürlich kann ich hoffen, dass ich das wegfiltere, aber wir erinnern uns, ich will am Ende darüber berichten. Es reicht mir nicht, das so grob richtig zu haben, sondern ich muss das bis ins letzte Detail richtig haben. Also würde ich auch sagen, jo, vielleicht auch nicht der richtige Weg. Vielleicht gehen wir nochmal zurück und überlegen nochmal, wo könnten wir jetzt weitergehen? Was wäre eine andere Herangehensweise? Und tatsächlich, wenn man nochmal sucht, gibt es auch da wieder Primärquelle, immer sehr gut. Wir bleiben auf bundestag.de, top. Eine Service-Unterseite und da gibt es ein Open-Data-Angebot. Visualisiert durch eine aufgeschraubte Festplatte, finde ich ja ganz süß. Es ist auch eine sehr alte Festplatte und da ist aber vor allem ein Link zu den Stammdaten aller Abgeordneten seit 1949 im XML-Format. Stand 12.08.2024. Das heißt, ich habe einen Stand dabei, das ist schon mal ganz gut. Und ich habe einen mega großen Datenhaufen gefunden. Das ist ja fantastisch. Was ich mache, ist, ich lade mir das runter und ich entpacke das einmal. Ist nämlich eine ZIP-Datei, das heißt, direkt, wenn man es runterlädt, bekommt man immer zwei Dateien. Das eine ist ein .dtd und das andere ist eine XML. Die DTD, schauen wir mal rein, da stehen solche Sachen drin. Das ist an sich quasi ein XML und da drin steht definiert, welche Elemente das behält. Das ist also so eine Strukturerklärungsdatei. Und das zweite ist dann die eigentliche XML. Da stehen total schöne Sachen drin. Ich freue mich wieder. Sind auch ganz schön viele, ist so fast eine halbe Million Zeilen. Das ist ordentlich und da gehe ich jetzt einfach einmal durch, oder wie? Wenn ich so den Blick irgendwie auf das erste werfe, dann sehe ich schon so, aha, geschachtelt ist es hier. Es ist viel geschachtelt. Namen, dann steht da ein Name drin. Da steht da unten Historie von, also Historie von, nicht von dem Menschen offensichtlich, weil der ist nämlich schon gestorben, sondern Historie des Namens. Also ich habe einen Namens und dann da drin verschachtelt einen Namen. Wenn man jetzt so anfängt zu denken, dann wird man so, ah ja, vermutlich hat man dann solche Probleme wie Menschen heiraten oder lassen sich scheiden. Auf jeden Fall Namen können sich ändern. Das heißt, meine Idee mit easy eine Namensliste rausziehen, ist in diesem gar nicht mal so kleinen XML gar nicht mal so einfach. Weil ich ja auch immer prüfen muss, dass die halt noch aktuell drin sind. Das heißt, hier werde ich erstmal viel Spaß haben. Witzigerweise habe ich heute vor dem Vortrag einmal so mit Menschen gesprochen und habe gehört, das ist wohl auch eine beliebte Uni-Aufgabe, mit diesem großen XML einmal umgehen zu lernen. Genau, wie gesagt, wenn man so weiter durchgeht, dann merkt man schon so, das ist also der Mensch, der da als erstes steht, der ist auf jeden Fall schon gestorben. Da werden alle seine Wahlperioden aufgeführt. Hier steht zum Beispiel Wahlperiode 5. Wir sind mittlerweile bei 20.
Das heißt, irgendwie freue ich mich total, weil es ist ein sehr weit zurückreichender und offensichtlich sehr ordentlich strukturierter Datensatz, aber irgendwie für mein jetzt mal schnell eine Namensliste auch nicht so das Wahre. Weil ich will ja jetzt erstmal nur die aus der 20. Wahlperiode haben, also die nicht ausgeschieden sind, die auch nicht gestorben sind, sondern die irgendwie noch da sind. Ehrlich gesagt, wenn ich so ein großes XML habe, bin ich oft so ein bisschen vor der Frage, was ich jetzt am besten damit mache und versuche das meistens erstmal irgendwie in ein JSON umzuwandeln. Die gängigen Bibliotheken, die haben mich da so ein bisschen im Stich gelassen dabei. Falls sich da irgendjemand super mit auskennt, ich würde mich sehr freuen, da irgendwie mehr zu lernen. Ich habe es erstmal mit einem relativ einfachen Skript in ein JSON umgewandelt. Ich mache das meistens so, dass ich dann eine Funktion schreibe. Es ist ja immer die Frage, auf der einen Seite will ich natürlich schnell irgendwie was erreichen, auf der anderen Seite mache ich manche Sachen immer wieder. Das heißt, ich versuche, so einen Mittelweg zu gehen aus Funktionen schreiben, wenn es sinnvoll ist, aber mich davon auch nicht verleiten lassen und irgendwie in irgendwelche Untiefen abdriften. Ich mache das so, dass ich in der Regel eine Ordnerstruktur habe, die ungefähr so aussieht. Ich habe meistens so einen Code-Ordner, da sind so Understanding-Sachen drin. Ich habe oft ein Jupyter-Notebook, wo ich einfach nicht ein ganzes Skript ausführen muss, sondern wirklich auf Zeilenbasis einzelne Daten laden kann, sie mir anschauen kann und mich so Stück für Stück vorhangeln kann. Deswegen habe ich da meistens so eine Understanding-Datei drin. Dann habe ich 4 verschiedene Datenordner mittlerweile. Hat sich bewährt. Es sieht auf den ersten Blick viel aus, aber ich weiß zum Beispiel, alles, was ich direkt runterlade, ist immer im Rohordner. Alles, was ich irgendwie selber verarbeitet habe, ist immer im Processed-Ordner. Dann gibt es sowas Helpers, da kann ich irgendwelche Log-Dateien oder so reinschreiben. Also alles, was ich so mal zwischendrin mache oder manchmal exportiere ich mir auch einfach zwischendrin mal so ein CSV, also Comma-Separated Values, wie eine Tabelle, dass ich schnell mal reinschauen kann, ob das funktioniert, was ich da gerade tue. Und Final heißt, das ist final, das kann ich auch weitergeben, das kann ich an meine KollegInnen geben. Da kann ich auch ein bisschen die Kontrolle darüber verlieren, wer genau das jetzt in die Hände bekommt, das stimmt, was da drin steht. Und das hilft mir einfach sehr, da ein bisschen den Überblick zu behalten. Und das Ganze natürlich erklärt in der README. Das heißt, jetzt wäre der Task, dieses fette XML erstmal zu nehmen und dann in einen JSON umzuwandeln, in meinen Processed-Ordner zu legen, damit ich weiß, ich kann damit jetzt weiterarbeiten. Und so sieht das dann aus. Ist schon mal ganz ordentlich, ist für mich ein bisschen leichter. Ich kann einmal kurz einen Blick reinwerfen. Hier steht dieses Document am Anfang. Das ist natürlich von der XML-Struktur. Interessant wird dann die große Liste da drin. Und wenn ich mir jetzt eben anschaue, okay, dieses große dieses große JSON, wie lang ist denn die Liste da drin? Also die Liste dann mit den einzelnen JSONs, mit den einzelnen Dicts für die einzelnen Abgeordneten. Also 4384, ich brauche 733 da draus. Gut, das heißt, ich fange mal an zu filtern nach der aktuellen Wahlperiode, damit es erstmal schnell geht, weil so leicht lässt sich das, weil es ja so wahnsinnig tief in die Tiefe verschachtelt ist, gar nicht in eine einfache Tabelle umwandeln, wo ich das irgendwie schnell machen könnte, weil wir erinnern uns, man kann heiraten, das heißt, allein da habe ich dann verschiedene Namensvarianten und so. Ist also ein bisschen schwierig, ich versuche rauszufiltern, nur zu schauen, wer ist in der aktuellen Wahlperiode. Denke, ich habe das vielleicht ganz ordentlich gemacht, dann merke ich so, oh ja, wenn ich am Ende davon die Länge zähle, dann komme ich auf 767. Das ist ein bisschen viel. Okay, ich schaue mir also nochmal das JSON an und sehe, aha, da gibt es nicht nur eine Wahlperiode, die ich auswählen kann, sondern auch ein Feld, das heißt MDB WP BIS. Also Mitglied des Bundestags, Wahlperiode BIS. Und wenn da kein Datum drin steht, dann ist die Person aktuell noch im Bundestag. Ist also schon ein bisschen besser. Ich komme auf 740. Ich vermute, das wird daran liegen, dass ich irgendwelche Fehler gemacht habe. Das ist mal das Problem mit so ganz großen Dateien. Ich versuche das also doch mal in eine Tabelle zu werfen. Geht jetzt auch relativ leicht. Ich habe das ja ein bisschen runtergefiltert. Ich kann das ein bisschen besser auch einfach mir anschauen und gucken, was ich da genau tue, ob es stimmt, ob ich vielleicht Felder übersehen habe. Und wenn ich jetzt hier einmal mit dieser Funktion, also wieder PD, ich nehme wieder Pandas, ich nehme davon die Funktion JSON Normalize, also ich werfe da einfach mein aktuelles JSON rein und das sortiert es so ein bisschen.
Und dann habe ich diesen Data Frame, also diese Tabelle. Und wie gesagt, 740 mit 39 Spalten, ja, weiß ich nicht. Kann man bestimmt noch weiter sich damit beschäftigen. Trotzdem frage ich mich so, ich wollte schnell, ich wollte eine Liste. Ich wollte nur die Namen der aktuellen Mitglieder des Bundestags in maschinenlesbarer Form. Vielleicht mache ich nochmal einen ganz kleinen Abstecher. Vielleicht gehe ich nochmal zurück. Vielleicht suche ich nochmal das große Internet, ob das vielleicht mehr weiß. Und da sehe ich so, ach lustig, irgendwie nicht ganz Primärquelle, sieht aber irgendwie nach Bund aus, okay, Bund Dev, wir dokumentieren Deutschland, alles klar. Sieht mir irgendwie, wenn ich mir das genauer anschaue, so ein bisschen nicht ganz ernst gemeint aus. Gar nicht so sehr, weil ich das nicht irgendwie der große Bundestag da hat, sondern irgendwie egal, ob Sie als Privatperson eine Open-Source-Anwendung bauen oder als Unternehmen Open Data in Ihre Produkte integrieren wollen, unsere Schnittstellen stehen der gesamten Gesellschaft offen. Ich weiß nicht, das klingt irgendwie eher so nach hier irgendwas. Das klingt irgendwie nicht so behördlich. Das klingt irgendwie eher so, als hätten da Menschen ein ähnliches Problem gehabt wie ich. Vielleicht gar nicht so schlecht. Schaue ich mal weiter. Und tatsächlich, wenn ich, da gibt es so eine Übersicht von allen APIs, die da zusammengetragen sind. Und da gibt es eben einmal Deutscher Bundestag, Bundestag Live-Informationen. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Mit Link zur Dokumentation, mit Link zu GitHub, schaue ich mir einmal kurz an. Aber vor allem merke ich so, da gibt es eine Schnittstelle, die ich benutzen kann. Und da sehe ich auch, aha, die ist zwar, die läuft über einen Proxy, aber die kommt direkt aus dem Bundestag. Und das ist für mich so ein ganz guter Mittelweg. Das heißt, da hat sich jemand mal damit beschäftigt. Die Daten kommen aber vermutlich direkt aus dem Bundestag. Und ich habe das dann auch überprüft, das stimmt dann auch. Auf jeden Fall war dann für mich klar, gut, damit kann ich weiterarbeiten. Und ich habe das XML-File genommen und habe es dann einmal runtergeladen und das Ziel wäre auch, das irgendwie in einen CSV-File zu bekommen. Relativ easy, auch hier wieder, sobald ich das einmal runtergeladen habe, also was ich hier im Prinzip mache, ich nehme die Python-Bibliothek Requests, werfe da eine URL rein, nämlich diese, ich bekomme eine Antwort, was mir der Server schickt, ich nehme den Text aus der Antwort und schreibe das in ein File, fertig. So, sorry, oh no. So, und jetzt kann ich dieses XML-File, was ich ja abgespeichert habe, ganz einfach einlesen. Ja gut, wieder nicht so ganz einfach, weil wir wissen, XML, das hat immer so ein bisschen Verpackung drumherum. Sieht man hier nochmal ganz gut, hier oben ist einfach so dieses Version, Übersicht, Dokumentinfo. Ist aber gar nicht so schlecht, weil da stehen irgendwie Sachen drin. Ich verstehe sie auf den ersten Blick nicht so ganz, aber da steht was. Das ist ja schon mal gut, das heißt, ich mache damit weiter und ich sage, okay, liebes Pandas, bitte hilf mir, bitte parse nicht einfach alles, sondern nur, was in diesem MDB drin steht. So, das heißt, das gebe ich einfach so an, alles wieder vor, bitte liest das XML ein, hier einmal der Dateiname, den ich ja vorher in der Variable geschrieben hatte. Und jetzt bitte genau diesen XPath, also genau, was in MDB drin steht. Und tada, habe ich eine schöne Tabelle. Und da stehen jetzt auch wieder die ganzen Informationen drin. Ich habe wieder mal eine Spalte mit IDs. IDs freuen mich, bin ich erstmal wieder ganz happy. Hier steht immerhin Fraktion drüber. Die Überschriften sind jetzt hier zum Beispiel auch deutschsprachig. Und ich sehe unten ein kleines Problem. 768. Das sind nicht 733. Wir brauchen aber 733. Ja, shit. Wie kann ich das jetzt filtern? Schwierig. Dann gucke ich mir aber nochmal das XML genau an und merke, es gibt eine Sache, die steht im XML drin, die wurde aber nicht übernommen in meine Tabelle. Das heißt, Pandas hat die einfach ignoriert, frech. Und vor allem müssen wir damit jetzt irgendwie weiterarbeiten. Das heißt, ich gehe nochmal hin und sage, liebes Pandas, bitte ist nochmal andersrum, bitte mach mir meine Statustabelle. Ich will gar nicht viel mehr, ich möchte bitte nur, dass du dieses File einliest, das XML-File. Bitte nimm jetzt einmal den anderen XPath, nämlich tatsächlich genau da, wo das hier steht, MDB-ID, da steht ja der Status drin. Das nimmst du jetzt mal, du nimmst nur die Attribute und du ziehst das raus. Yay! Das heißt, ich habe jetzt eine lange Liste mit allen Status-Einträgen
Und dadurch, dass das vorne eben den Indexwert einfach mitliest und der deckungsgleich ist mit dem, wenn ich quasi den anderen, also von der anderen Tabelle, die ich ja schon habe, kann ich das jetzt zusammenfügen. Relativ simpel, ich nehme einfach diesen neu erstellten Data Frame mit dem Status, ich nehme die alte Tabelle mit dem Data Frame und ich joine das. So weit, so gut, das klappt relativ reibungslos und ich habe vorne dann in dem Fall jetzt eine Spalte mit Status, ich habe die Namen hinten dran. 768, ich freue mich mega, yay, ich kann jetzt wieder filtern, diese komplizierte Filterstruktur mit, ich nehme einmal die Data Frame, ich nehme die Spalte Status, ich sage, alles, wo das aktiv ist, das bleibt, das soll also so sein. Ich mache einmal die eckigen Klammern drum, um den Filter zu setzen, nehme den Data Frame, auf dem gefiltert werden soll und speichere das ab. Kann ich ja überspeichern, passt. Tada, 733 Zeilen. Ich bin also schnell unterwegs gewesen. Ich denke, yay, langsam habe ich es hoffentlich wieder auch hier. Einmal so ein bisschen aussortieren, diese ganzen unnötigen Links. Und dann fällt mir auf, ja shit, Vorname, Nachname ist ja auch nicht getrennt. Und zwar exakt nach dem gleichen Schema. Das heißt also irgendwie, Doktor, ja, steht halt immer noch drin. Schade. Und jetzt? Aber ich habe eine neue ID gefunden. Immerhin das. Vielleicht kann ich ja mit der irgendwann nochmal was anfangen. Vielleicht kann ich die sogar zusammenführen. Naja, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. So, ich habe also die Stammdaten XML. Die Stammdaten XML hat eine ID und ich habe eine ID. Ich habe noch gar nicht die Stammdaten XML. Das meinte ich mit Vortrag bauen. Egal, ich habe auf jeden Fall verschiedene ID-Spalten. Ich suche jetzt die eine in der anderen und merke so, also ich habe ja den Sysplan, das ist irgendwie ganz nett, aber zusammen kriege ich das auf diese Art und Weise trotzdem nicht. Na gut, dann gehe ich weiter. Dann schaue ich, okay, kann ich vielleicht dann doch irgendwie zumindest, um mal zu prüfen, ob die gleichen 733 da drin sind oder ich vielleicht noch weitere Informationen bekomme, schaue ich mir nochmal an. Und ich versuche das einmal zusammenzubringen und schaue mal, was da so der Unterschied ist. Und merke jetzt, okay, es sind ein bisschen mehr. Ich kann jetzt einmal den Indikator angeben. Also ich habe hier Indicator ist gleich true. Und da kann ich eben, dann wird am Ende so eine extra Spalte dazugefügt, wo dieser Datenpunkt herkommt. Also ob es in beiden Tabellen quasi dazu was gab. Und es funktioniert auch in den meisten. Ich sehe aber, ich habe irgendwie, obwohl ich die gleiche Länge habe, einen Unterschied von 4. So, und jetzt sitze ich da und denke mir so, hä? Ich habe exakt 4 Menschen, die sind in dem einen Datensatz drin, aber in dem anderen nicht. Ich habe doch die Stammdaten XML. Ihr merkt schon so, es ist, genau. Also auf jeden Fall habe ich in dem einen, was wir jetzt zuletzt, in dem XML, ist was anderes drin als in dem JSON. Ich denke mir so, okay, wie kann das bitte schön sein? Ich versuche mal die Fraktionen bzw. die Parteien dazu zu nehmen. Also ich filtere hier durch diese doppelten Klammern eben nicht nur nach den beiden Namensspalten, die jetzt unterschiedlich sind, sondern nach den Parteien dazu und merke, erstaunlich gleichmäßig. Also ich habe zweimal Bündnis 90 Die Grünen, ich habe einmal FDP und ich habe einmal SPD und zwar jeweils versetzt. Hat da jemand vergessen, was nachzutragen? Tatsächlich, wenn ich zurückgehe auf die Startseite des Bundestags und in die Sitzverteilung gehe, sehe ich Jürgen Trittin. Wer ein bisschen das politische Geschehen verfolgt, hat vielleicht mitbekommen, im Januar hat Jürgen Trittin gesagt, nö, ich möchte bitte nicht mehr im Bundestag sitzen und stattdessen jetzt Ottmar von Holz. Das heißt also, seit Januar sollte Jürgen Trittin da nicht mehr drinstehen. Trotzdem sind es ja 733 Plätze, also auf den ersten Blick stimmt alles, auf den zweiten aber nicht mehr. Und tatsächlich sieht man dann hier auch ja eine Tabelle, also
einer von den Grünen, der eben in der einen Tabelle drinsteht, ist halt eben Jürgen Trittin und in der anderen Tabelle Ottmar von Holz. Ja, dann sehe ich, also gehe ich weiter, sehe dann nochmal hier, wer ist denn noch? Zum Beispiel Thomas Sattelberger. Thomas Sattelberger von der FDP wird angezeigt. Wenn ich aber da drauf schaue, dann sehe ich, hat auf seine Mitgliedschaft im 20. Deutschen Bundestag verzichtet und ist mit Ablauf des 1. August 2022 aus dem Deutschen Bundestag ausgeschieden. Ab dann fange ich an, nochmal viele Fragen zu stellen und denke mir so, okay, ist es überhaupt möglich, irgendeine Liste, woher soll ich wissen, dass die andere jetzt die richtige ist? Ich kann ja nicht händisch 733 Namen durchgehen, also kann ich schon. Es gibt so gedruckte Sachen, die sind aber auch veraltet. Also rufe ich an. Also irgendwann werde ich dann so ein bisschen verunsichert. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich das gemacht habe, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Ich habe ehrlich gesagt bis zu diesem Vortrag, den ich vorgestern vorbereitet habe, gar nicht mehr daran gedacht, dass das ja so war. Und dachte dann so, ah ja stimmt, diese Schleife gab es ja auch noch. Und deswegen, ich werde auf jeden Fall dem Bundestag noch mal eine Mail schreiben, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Das habe ich noch nicht gemacht. Und ja, ich weiß, es ist ein bisschen kacke, das in so einem Vortrag zu erwähnen. Und auch wirklich nicht so ganz cool. Aber es steht da halt seit 2 Jahren. Und ich gucke da wirklich, dass ich da jemanden erreiche. Das tut mir sehr leid, dass ich das hier so in die Pfanne haue. Der Punkt ist nur, in dem Moment denke ich mir so, ich habe Zweifel, ob ich hier noch zu irgendeinem Ziel komme. Ich gucke also doch vielleicht nochmal in die Liste rein, vielleicht komme ich ja da irgendwie weiter. Dann gehe ich halt mit Sternchen um, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber dann habe ich es vielleicht mal auf einen Blick. Witzigerweise ist, wenn man da sich den Quellcode der HTML-Seite anguckt, da steht es auch gar nicht so da drin. Ich sehe dann aber unten, auch wieder in den Developer-Tools, dass die da alle schön angezeigt werden und es ist noch eine neue ID aufgetaucht. Mega! Vielleicht kann ich damit ja irgendwann was anfangen. Das heißt, wenn ich hier das inner-HTML einmal kopiere, dann ist das so ein Ausschnitt daraus. Da sehe ich eben so nochmal eine Data-ID, nochmal einen Name. Aber ich habe ja schon gelernt, okay, Nachname, Vorname ist nach dem gleichen Motto. Bringt mir erstmal nicht mehr so mega viel. Was wir also jetzt bis hierhin gelernt haben, ist doch schon mal eine Menge. Das heißt, ich setze mich einmal hin und überlege, okay, was ist jetzt eigentlich der Stand? Also, IDs sind unique. Ich habe ja zwischendrin mal versucht, irgendwie auf IDs zu mergen, das funktioniert nicht. Das hätte ich euch auch noch in 50 weiteren Folien zeigen können. Es funktioniert nicht. Datensätze mergen funktioniert auf Namensbasis. Also, wenn man da lang genug das reinigt, dann funktioniert das schon irgendwie. Und mit reinigen meine ich sowas wie Nachname, Vorname am Komma trennen, Professor, Doktor halt manuell rausfiltern, so lange, bis es plausibel ist. Und das Schöne ist, sobald ich dann ja doch 2 Datensätze habe und die gegeneinander halte, dann sehe ich ja auch Unterschiede. Dann kann ich ja wirklich gucken, okay, bei dem einen steht vielleicht das B. als Kürzel für den zweiten Vornamen noch drin, bei anderen nicht. Was ich aber auch gelernt habe ist, das Ganze hat mich ein paar Monate begleitet, natürlich überhaupt nicht Vollzeit und die ganze Zeit, aber immer mal wieder habe ich da drauf geschaut und es sind auch Sachen passiert. Ein Andreas Scheuer war nicht mehr Mitglied des Bundestags. Mili Seckmann, jetzt ist, glaube ich, der neueste Wechsel, ist gewechselt von den Grünen zur CDU. Und da konnte ich dann schön sehen, wie die Datenstände sehr unterschiedlich sind. Also wie offensichtlich das Schlechtes gepflegte, das wissen wir jetzt, ist dieser Sitzplan. Mit am besten sind oben die Fotos, was halt aber sehr mühsam ist, da durchzugehen und diese Liste und die Stammdaten-XML, also die ganz große fette Datei, da steht zwar ein Stand dabei, aber das muss halt wirklich jemand machen. Das heißt, sobald sich was ändert, kommen die Informationen da nicht direkt an. Das heißt, wenn es ungünstig läuft und ich so tief in meinen Daten drin hänge und nicht mitbekomme, dass halt irgendwie vor einer Woche was passiert ist, wo ich nochmal einen Blick drauf haben sollte, kann das auch sehr schnell schwierig werden. Das heißt, eigentlich sind diese Stammdaten-XML mit getrennten Vornamen, getrennten Nachnamen, die beste Qualität, ist halt aber riesig und man muss erstmal damit umgehen können, wird zeitlich verzögert und tatsächlich ist BuntDev am aktuellsten. Meine Vermutung ist, dass mit dem Teil, der dahinter liegt, einfach interne Systeme gepflegt werden. Das heißt, dass da auch wirklich ein internes Interesse daran besteht, dass die Menschen sich das eben selbst anschauen und sehen, da stimmt auch was nicht und wirklich aktiv Änderungen anstoßen, weil wer guckt sich
die anderen Sachen an. Ich glaube, dieses Data-JSON hoffentlich wahrscheinlich niemand. Eine Sache habe ich noch, und zwar gibt es auch noch das Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentsmaterialien. Da könnte man ja auch draufkommen zu sagen, hey, da sind doch auch die MDBs hinterlegt. Vielleicht komme ich ja einfach so von hinten nach vorne durch die Brust oder wie man so schön sagt. Da weiß ich nämlich, die haben nicht nur die Drucksachen, sondern die haben eben auch eine API und man kann das maschinenlesbar abfragen. Dann kann man sich so ein bisschen durchscrollen und es einfach mal anschauen und sieht dann so, okay, egal welche meiner IDs ich da einfüge. Ich habe so viele gesammelt unterwegs, keine passt da rein. Also falls ihr mal auf die Idee kommt, hey, ich habe irgendwie so eine ID von einem Abgeordneten, von einer Abgeordneten, ich kann das mit was anderem verknüpfen. Die traurige Antwort ist, aktuell, soweit ich das verstanden habe, leider nein. Egal, was ich da reinschreibe, das bleibt entweder da unten bei Error Response Status ist 404 nichts gefunden oder ich finde halt jemand völlig anderen, weil halt zufällig die Zahl gleich ist. Was ich total schade finde, weil ich fände es halt richtig cool, wenn ich irgendwie sagen könnte, okay, eigentlich mal weitergedacht, alle Mitglieder des Deutschen Bundestags, die im Innenausschuss sitzen und da für die SPD drin sitzen, da möchte ich bitte gucken, an welchen Drucksachen waren die in den letzten 4 Jahren beteiligt. Wäre für mich als Journalistin eine total logische Anfrage, ist aber nicht möglich, weil wir erinnern uns zurück, ich bin immer noch auf der Suche nach meiner Namensliste und nicht so wahnsinnig viel weitergekommen. Das heißt also, nochmal neu orientiert, was habe ich denn jetzt alles? Ich habe eine HTML, die ist mit Sternchen versehen, das ist eine lange Liste. Ich habe ein Sysplan-JSON, das ist ein JSON. Ich habe die fette Stammdaten-XML, die kann ich parsen, das kann aber sein, dass ich dabei Fehler mache. Ich habe eine bund.dev.xml, die super aktuell ist, aber auch nur Vorname, Nachname hat. Und ich habe das DIP, also das Dokumentensystem. Wie heißt es nochmal? Jetzt kann ich nochmal kurz zurückgucken. Das Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentsmaterialien. So. Und was ich jetzt machen würde, ist tatsächlich einfach sagen, oder was ich am Ende gemacht habe, ist tatsächlich für die Aktualität die XML von bund.dev zu nehmen und den Umfang quasi die Stammdaten-XML und einmal in den sauren Apfel zu beißen und zu sagen, ich reinige das XML so lange, bis es ordentlich ist, also eben ich werfe alle Sachen raus, dann kommt man auch noch auf solche Sachen, wenn Namen doppelt sind im Bundestag, dann steht in Klammern hinten dran, aus welchem Bundesland sie sind, beziehungsweise aus welcher Stadt sie sind, so rum, aus welcher Stadt sie sind. Und das steht dann einfach als Bestandteil des Namens da. Auch das muss man erstmal wissen, das muss man rauslöschen, Schritt für Schritt sich nach vorne hangeln. Also genau mit den Schritten, die ich jetzt eigentlich gezeigt habe, immer wieder vergleichen, immer wieder mergen, immer wieder gucken, was ist der Unterschied zwischen rechts und links, ist das ein Unterschied, der maschinell ist, ist da ein Tippfehler drin, wobei ich glaube, Tippfehler waren eigentlich nicht drin, aber dann eher sowas wie Sonderzeichen, wenn es bestimmte Zeichen sind, die eben über unser typisch deutsches Alphabet hinausgehen, dann kann es auch sein, dass die manchmal abgebildet werden mit einem normalen C oder manchmal eben abgebildet werden mit einem C mit einem besonderen Zeichen dran. Und dann ist natürlich noch eine Sache, wenn man jetzt nicht unbedingt als Journalistin arbeitet und das 100% genau und jetzt haben will, das ist ja auch einfach so eine schwierige Kombi, die dann immer bei mir zusammenkommt, kann ich auch sehr empfehlen, auf abgeordnetenwatch.de zu gehen. Das ist super Plattform, da gibt es natürlich Informationen zu Abgeordneten, wie sie abgestimmt haben, aber eben auch eine API hinten dran. Und in dieser API gibt es eben auch eine Liste von allen MDBs. Darauf würde ich mich ehrlich gesagt im Alltag nicht verlassen, einfach weil ich mir denke, so ja, ist irgendwie voll das nette Angebot, aber ich arbeite dann doch lieber mit primären Sachen, obwohl wir jetzt gesehen haben, was ist schon irgendwie eine Primärquelle und was kann dabei irgendwie alles schiefgehen. Leider muss ich sagen, zum aktuellen Stand, wie gesagt, entweder ich reinige es selber oder ich sage, ich bin Journalistin. Ich habe das Privileg, ich kann zu einem Telefonhörer greifen, ich kann in einer Pressestelle anrufen und ich kann dann versuchen zu erklären, was ich brauche.
was unterschiedlich gut funktioniert, aber das ist dann so die Sache, wie man sich da durchnavigieren kann. Ein grober Überblick über eine kleine Schatzsuche, wo es am Ende dann doch auf einiges an manueller Arbeit hinausläuft. Vielen Dank. Ihr findet die Sachen dann am Ende unter meinem Nick. Ich habe es jetzt erstmal nur unter meinem Vornamen. Ist ein bisschen komplizierter geschrieben, aber am Ende auch sowas wie Julia auf GitHub. Auch auf Mastodon bin ich unterwegs. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt gerne. Oder ich glaube, wir haben sogar noch 5 Minütchen für Nachfragen, wo ich hoffe, dass ich was beantworten kann. Und eine Sache, was mir so während der Präsentation aufgefallen ist, ich beziehe mich jetzt immer darauf, dass ich Journalistin bin. Ja, das stimmt auch alles. Ich bin halt aber freie Journalistin. Das heißt, in dem Moment, wo ich einen Tag für den BR arbeite, dann arbeite ich einen Tag für den BR und alles, was ich drumherum mache, also diesen ganzen Kram vorbereiten, die ganze Präsentation und so, das ist natürlich mein Ehrenamt, deswegen stehe ich auch hier und laufe ganz normal rum als Mensch, der sich hier sehr wohl fühlt. Das wollte ich noch einmal anfügen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier für irgendwas bezahlt werden würde. Eher die Schmerzen. Das ist halt für die Berichterstattung. Dafür kriege ich dann schon Geld. Vielen Dank. Oder hat irgendjemand die super duper Lösung, die ich einfach nur nicht gefunden habe? Ich bin auch darüber sehr erfreut. Eine etwas dumme Frage. Du meintest, dass, wenn doppelte Namen vorkommen, wird dann die Stadt geschrieben. Gab es so Fälle, wo der Name doppelt vorkam und die Stadt? Und soweit ich weiß, nein. Und tatsächlich sind auch Vorname und Nachname unique in der aktuellen Wahlperiode. Sowas wird dann ja aber wirklich betrachtet über den kompletten Parlamentszeitraum hinweg, damit man das noch voneinander unterscheiden kann. Also, nein. Oh, jetzt ist es schon eine ganz absolute Antwort, ne? Es ist mir nicht bekannt. Weitere Fragen? Schön. Dann würde ich hiermit auch abschließen. Vielen Dank nochmal und allen einen schönen Abend. Danke.